Der französische Kultregisseur Luc Besson hat sich einen Kindheitstraum erfüllt. Der kleine Luc hat nämlich früher, also damals, immer diese Comics, also diese Science-Fiction-Comic-Serie Valerian et Laureline gelesen. Bei uns bekannt als Valerian und Veronique. Und die Bilder, die beim Lesen dieser Abenteuer der beiden Raum- und Zeitagenten in seinem Kopf entstanden sind, ja, die hat er dann später einfließen lassen, zum Beispiel in das fünfte Element, hat ihn also wahnsinnig inspiriert. Und jetzt kommt Valerian. Muss ihm wahnsinnig viel bedeuten, dem Luc Besson. Hat er doch immerhin 7 Jahre lang daran gearbeitet und mit 180 Millionen Dollar. Ist das auch die teuerste europäische Produktion in der Filmgeschichte? Ja, und ob sich diese Investition gelohnt hat oder ob man mit dem Geld vielleicht lieber 20 Kindergärten gebaut hätte, das weiß unser Filmexperte Kurt Schalk. Ja, und Luc Besson setzt wirklich bei diesem Film Valerian alles auf eine Karte und erfüllt sich wirklich seinen Kindheitstraum und schafft wirklich große Kinobilder. Also alles auf eine Karte für möglichst viele Kinokarten. Rein, Auftrag erledigen und wieder raus. Agent Valerian, Sie ziehen das allein durch. Nein, nur mit meiner Partnerin. Hi. Wir sind ein Team. Und los! Sie sind fast 20 Minuten zu spät. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Genau, aber eigentlich nur noch Valerian, das heißt die Laureline bzw. die Veronique, die hat er mal locker unterschlagen im Titel, der Luc Besson. Ja, das hat er gemacht, aber sie trägt trotzdem den Film und sie ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Films. Und man muss wissen, der Film basiert wirklich auf 22 Comics und Luc Besson hat sich so die Highlights der Comicserie rausgezogen und hat gesagt, ich mache einen großen Kinofilm draus und hoffentlich ist das der Start für eine große Kinoserie. Aber das entscheiden dann letztendlich die Fans wirklich mit dem Ticketkauf. Willkommen in Alpha. Der Stadt der 1000 Planeten, wo seit Hunderten von Jahren jede Spezies ihr Wissen und ihre Intelligenz mit den anderen teilt. Es ist das Paradies. Unfassbar. Valerian erzählt die Geschichte des Weltraumagenten Valerian, der mit seiner Kollegin dafür verantwortlich ist, dass das komplette Universum in Frieden lebt. Eines Tages landen die beiden auf dem Planeten Alpha und Alpha wird bewohnt von unterschiedlichen Lebewesen und die haben sich intellektuell verknüpft. Somit steht Alpha wirklich für das universelle Wissen im kompletten Weltall. Nach Jahrhunderten des Friedens und des Wohlstands will eine unbekannte Macht alles zerstören, was wir geschaffen haben. Und Valerian und seine Kollegin müssen jetzt herausfinden, wer hat denn diesen Virus freigesetzt und wer steckt hinter diesen ganzen Machenschaften? Ja, waren es die Nordkoreaner, waren es die Russen oder die Chinesen? Wir werden es erfahren. Wir brauchen die besten Agenten des Universums, um unsere Welt zu retten. Wo ist denn die Band? Sie gehen in dem Aufzug auf eine Geheimmission. Was sollen wir da anziehen? Panda-Kostüm? Schicker Hut. Hier, der Typ, der den Valerian spielt, also der ist mir bekannt, den habe ich schon mal gesehen. Aber ich weiß jetzt erstens nicht wo und ich weiß zweitens nicht, wie der heißt. Wer ist das denn? Also geschrieben wird der Dane DeHaan. Also Dane DeHaan, oder wie? Könnte wohl sein. Und du kennst ihn wahrscheinlich aus dem Film A Cure for Wellness, der jetzt auch dieses Jahr im Kino war. Und da spielt er so einen Psychotypen. Und der Typ ist eigentlich relativ blass und immer sehr abgemagert und spielt wirklich so richtige Charakterrollen. Und man möchte ihm einen Müsli-Riegel zustecken oder so. Will man den durchfüttern und da sofort das Helfer-Syndrom und sagt, du armer Kleiner. Ja, an seiner Seite das Topmodel Claire Deliverin. Deliverinique oder?
ja, die Ding halt, die Ding aus hier. Genau, aus Margos Spuren und Suicide Squad. Ja. Und die scheint auch die Muse von Luc. Leck mich am Arsch, der Luc hat eine Muse. Ist das der Hammer? Ja, genau, also sie ist die Muse von ihm. Luc Besson, genau. Und genau, wichtig ist auch noch, dass Rihanna mitspielt. Ja. Rihanna macht ja nicht nur gute Musik, sondern kann auch Schauspielern. Und das macht sie in dem Film auch echt ganz gut. Und der Clive Owen ist ja auch noch zu sehen, ne? Hier, Owens Clive. Agenten Valerian und Laureline, Sie haben weniger als 10 Stunden, um die Gefahr zu lokalisieren und auszuschalten. Dann mal an die Arbeit. Heute werden Sie Geschichte schreiben. Wer auch immer den Trailer gesehen hat oder die ersten Ausschnitte, ja, der wird sagen, wow, was für Bilder, Wahnsinn! Aber reicht das? Es ist so, Luc Besson kennt sich wirklich in diesem Universum von Valerian aus und es sind ja 22 Comics, wie vorhin schon gesagt, und er erwartet es auch von seinen Zuschauern, dass die sich ein bisschen auskennen, und überfordert teilweise, weil er packt unheimlich viel in diesen Film rein, aber die großen Bilder, die großen bombastischen Kinobilder, die wirklich, die kaschieren auch die Schwächen eigentlich der Handlung, und ob die beiden Hauptdarsteller miteinander harmonieren, das muss jeder Zuschauer letztendlich für sich selbst entscheiden. Ich persönlich fand es sehr kühl zwischen den beiden, aber das ist vielleicht auch gewollt. Sie sind ja Weltraumagenten, aber wer wirklich Science Fiction mag, sollte sich diesen Film nicht entgehen lassen, und vor allen Dingen auf der großen Leinwand, da bumst es richtig. Oh nein. Oh doch. Ja. Wirklich witzig. Ja. Das war wirklich cool. Ich bin leider nicht zum Umstylen hier. Ich muss weg. Okay. Valerian. Rick Cavalian empfiehlt Valerian. Wieso empfiehlst du ihn? Du hast ihn noch gar nicht gesehen. Aber es wurde mir so aufgetragen. Das hat der vom Tier von München so gesagt. Das hat der Luc Besson gesagt, dass du Luc Besson hat angerufen gesagt: Rick, du heißt Cavalian, mein Film heißt Valerian. Ich finde, da ist eine Übereinstimmung. Also. Aber Luc Besson weiß schon, dass wir in 4 Wochen auch ins Kino kommen, oder? Ja, deswegen beeilt er sich, damit er wieder sanft raus kann. Bullibade, der Film.